Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Vorstellung meiner großartigen EDC-Dose. Eigentlich sollte sie ungefähr so aussehen. Das eigentlich erste Video dazu verlinke ich euch natürlich unten. Das ist schon ziemlich alt. Da hatte ich mir mal ein Döslein mit wesentlicher Ausrüstung, die ich jeden Tag dabei zu haben gedenke, zusammengestellt und habe beim Trekking ursprünglich mal gelernt gehabt, was du auf einer Trekkingtour dabei hast, was du nicht brauchst über die gesamte Tour. Außer das Erste-Hilfe-Paket. Das sollte man dann trotzdem nächstes Mal wieder dabei haben. Aber alles andere bleibt dann nächstes Mal zu Hause. Und so ähnlich habe ich das jetzt nach längerer Zeit des Benutzens und des Mitführens meiner EDC-Dose mit der auch getan und habe alles rausgeschmissen, was ich nie gebraucht habe und noch ein paar Dinge ergänzt, die ich mal gerne gehabt hätte. Und dementsprechend sieht das Ding jetzt ein bisschen anders aus. Denkt euch die Schnur hier einfach drumherum gewickelt, damit der Deckel besser hält. Ich war jetzt nur zu faul, nachdem ich da gerade noch mal ein bisschen drum rumgewerkelt habe, das Ganze jetzt wieder einzuwickeln. Aber dieses Stück Schnur hier ist definitiv auch noch ein Teil der Dose. Ich möchte euch jetzt mal erzählen, was nicht drin ist, was aber potenziell möglicherweise drin sein könnte. Je nachdem, wie man halt so drauf ist, hat man das unter Umständen dabei. Beziehungsweise was ich vorher drin hatte und jetzt rausgeworfen habe. Das wäre zum einen die Dose mit Nahrungsmittel, wenn man so möchte. Das hier ist Gemüsebrühe. Die habe ich zwar hin und wieder mal verwendet, beziehungsweise früher war Zucker und Zimt drin, den habe ich auch mal verwendet, aber das ist was, was man nicht in einem Survival-Szenario braucht, sondern dann mehr so zum Wohlfühlen, so als kleiner Gag für eine kleine Waldbesichtigung oder sonst was. Und da ich mich jetzt inzwischen auch wirklich gut dran gewöhnt habe, mir irgendwelche Tees aus Naturmaterialien, sprich zum Beispiel Fichtennadeln oder sonstigen Zeug, zu machen, brauche ich die Gemüsebrühe hier nicht wirklich, zumal was die an Nährstoffen liefert. Das ist so wenig, das macht die Sau auch nicht mehr fett. Da kann man eher noch irgendwelche Springkrautsamen zum Beispiel knabbern. Dann Kondome sind das jetzt zwei Stück, die ich früher da drin hatte, die ich jetzt nicht mehr drin habe. Waren mir einfach zu viele und die hatten damals auch nur die im Wesentlichen eine Füllfunktion, weil die Dose noch nicht voll war. Klar, die taugen vor allen Dingen als Wasserbehältnis. Das war so der Primärzweck, für die ich jetzt die großartig benutzen wollte. Und wenn man nochmal irgendein Gummi braucht für irgendwelche Fallen oder potenzielle Miniaturschusswaffen, die irgendwelche kleinen Spitzen Gegenstände verschießen, die man dann ja möglicherweise noch mit irgendeinem Gift vielleicht vergiften könnte. Also so rein theoretisch ein bisschen rumgesponnen, nachgedacht, wäre das auch noch eine Verwendung gewesen. Dann hatte ich noch Koffeintabletten ursprünglich. Da gehe ich jetzt davon aus, dass wenn ich mich in einer Notsituation befinde, ich eh so sehr unter Adrenalin und Angst zu leiden habe, dass Koffein das alles nur noch schlimmer machen würde und mir demzufolge dann auch nicht hilft, weil ich dann wirklich irrational aufgescheuchtes Huhn mäßig durch den Wald rennen würde. So, da la. Dann habe ich lange überlegt, inwiefern da jetzt ein richtig großes Messer rein muss, ein richtig vollwertiges Messer, mit dem man schon fast alle Arbeiten machen kann, die im Wald so anfallen, zumal es sogar noch über eine Säge verfügt. Das hier ist übrigens das normale, das Original-Bundeswehrmesser. Habe ich original gesagt, ich habe das natürlich nicht damals bei der Bundeswehr verloren und dann rein zufällig später wiedergefunden. Lassen wir das. Das ist jedenfalls ein sehr gutes Messer. Natürlich ist jetzt so ein Wellenschliff nicht jedermanns Sache. Ich persönlich finde den auch nicht so toll und ich bin auch zu so blöd, um den korrekt nachzuschleifen. Das heißt, wenn er mal komplett ab ist, schleife ich mir da einfach auch nochmal einen glatten Schliff an die Klinge ran. Dann sieht es vielleicht nicht mehr so schön aus, ist aber dann immer noch funktional. Das Ganze ist natürlich wieder mal ein eigentlich unter das Führungsverbot fallendes Messer und noch ein Argument, weshalb ich es jetzt nicht in meinem wirklich immer unten im Rucksack rumliegenden Döslein drin haben will, falls halt doch mal aus irgendwelchen Gründen mein Rucksack durchsucht wird und ich habe sowas dabei, selbst wenn es noch so weit unten im Rucksack liegt und wirklich nun absolut nicht zugriffbereit ist, ergo auch nicht geführt wird. Trotzdem, das ist ja alles so wirklich so kompliziert mit dem Waffengesetz, gerade bei Blankwaffen, dass man sich da nicht so ganz drauf verlassen kann auf irgendwas. Gut, dann hatte ich ursprünglich mal Angelhaken, bis mir klar geworden ist, du kannst überhaupt nicht angeln. Und Angeln ist nicht so einfach, dass du davon ausgehen kannst, dass du es innerhalb von ein, zwei, drei Tagen, die du einfach einen Angelhaken mit irgendeinem Tier dran ins Wasser hältst, lernst. Deshalb
Bis ich nicht gelernt habe, wie man vernünftig angelt, brauche ich auch echt keine Angelhaken. Und sollte ich das mal lernen im Laufe der Zeit, die ich dann draußen bin, dann habe ich auch genug Zeit, mir Angelhaken zu improvisieren. Aus Holz, Knochen, Aludosenresten, die ich möglicherweise im Wald finde, aus was gibt's denn noch? Draht. Ich habe nämlich Draht unten drin. Noch ein Grund, weshalb ich, der besagte Draht, der unten drin ist, ist auch ein Grund, weshalb ich keine Büroklammern, Sicherheitsnadeln dabei habe, weil alles, was man mit Sicherheitsnadeln kann, kann man auch mit Draht und mit Draht kann man noch mal viel mehr als mit Sicherheitsnadeln. Meiner Meinung nach, daher fallen die auch raus. Dann war die große Frage, und das war übrigens die Angelschnur, die ursprünglich bei den Angelhaken dabei war. Das macht ja auch keinen Sinn, wenn ich einen ganzen Batzen Schnur dabei habe, wie ihr noch sehen werdet. Dann war die große Frage eben, nimmt man einen Wasserfilter mit? Wenn ja, welchen? Die Frage welchen hat sich sehr schnell erledigt, da das Ding hier einfach super klein, super effektiv und super toll ist. Also der Sawyer Mini ist schon der Wasserfilter zurzeit. Aber wem sage ich das? Den hat ja echt jeder inzwischen. Völlig zu Recht, natürlich. Habe ich nicht dabei, denn ich kann in der Dose selber Wasser abkochen und damit hat sich die unbedingte Notwendigkeit eines Wasserfilters schon wieder erledigt. So, jetzt sind wir, glaube ich, so weit, dass wir die Dose mal aufmachen können, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, können wir. Ta, 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 ta. Dosendeckel kann man als Bratpfanne verwenden. Ich hatte mal überlegt, ob ich den so richtig schön blank poliere, um ihn als Signalspiegel zu verwenden. Oh, das ist ein gutes Stichwort, weil ihr findet in meiner EDC-Dose keinerlei Signalmittel, mit denen ich auf mich aufmerksam machen kann, um gerettet zu werden. Hat was mit Trotz zu tun. Ich gehe davon aus, wenn es mir tatsächlich gelingt, im deutschen Wald, wo wirklich überall innerhalb von ein paar Tagen irgendwer vorbeiläuft, in eine Situation zu kommen, in der ich eine Trillerpfeife brauche, um auf mich aufmerksam zu machen, dann habe ich es irgendwie verdient, dass ich in dieser Situation dann irgendwie nicht mehr so ganz rauskomme. Also, das weiß ich jetzt wirklich nicht, was bei einem bitte passieren soll, dass man dann nicht mehr in der Lage ist, wenigstens zum nächsten Weg zu kriechen, wo man dann innerhalb von der Zeit, die man braucht, um zu verdursten, hoffentlich gefunden wird. Und falls nicht, ja, meine Güte, so eine Trillerpfeife hat so eine Wahnsinnsreichweite jetzt auch nicht. Und mal ganz ehrlich, wenn ihr irgendwo eine Trillerpfeife im Wald hört, geht ihr da hin und guckt nach? Na gut, ihr vielleicht schon, aber Autonormalverbraucher nicht. Also ganz ehrlich, so Signalkrempel, das ist mir zu dämlich. Das mag blöd von mir sein, aber jeder von uns, der dieses Outdoor-Hobby im weiteren Sinne ausübt, ist ja, sind wir ja alle ein bisschen bescheuert. Und meine persönliche Bescheuertkeit liegt halt darin, dass ich es aus eigener Kraft wieder zurückschaffen möchte, dahin, wo ich wieder in Sicherheit bin. Außerdem, das kommt noch erschwerend dazu, gehe ich eigentlich ja davon aus, dass in einem Survival-Szenario, das ich für realistisch erachte, ohnehin niemand da ist, der mir helfen kann, weil es dann eine richtige Katastrophe ist, eine Umweltkatastrophe, in der die Leute erstmal viel zu sehr damit beschäftigt sind, irgendwelche Leute aus ihren brennenden, überschwemmten Häusern zu ziehen und keine Zeit haben, auf irgendwelche Trillerpfeifen, Pieps, aus dem Wald zu reagieren. Würde mir also nach dem Szenario, das ich annehme, nichts helfen. Wenn ich in den brasilianischen Urwald gehen würde oder so, sähe die Sache sowieso anders aus. Das ist ein Deutschland-EDC-Paket, ne? So, jetzt aber. Hier habe ich eine Tüte. Normalerweise ist die noch ein bisschen kleiner verpackt. In dieser Tüte befinden sich Zunderlein, sieht aus wie ein Tampon, ist aber keins. Ist so ein super Spezial gewachste Baumwolle Zunder, kostet relativ viel Geld, kann man für weniger Geld auch hervorragend effektive Zunder selber machen. Ich habe die Dinger jetzt nun mal, ergo kommen die da rein, weil sie nur in die Vitrine legen, macht ja auch keinen Sinn. Tüte natürlich als Wassergefäß primär, überprüfe auch regelmäßig, ob die Tüte noch dicht ist, beziehungsweise tausche die Tüte auch regelmäßig aus. Das ist eine 1-Liter-Tüte. Wenn man noch einen Knoten drauf macht, kann man da immerhin 750 Milliliter Wasser locker mit transportieren. Und das ermöglicht einem schon ganz gut das Vorankommen in der Natur. Zumal, wenn man weiß, wo, findet man im Wald ja auch meistens ganz gut Wasser.
Außerdem kann ich noch ein bisschen Wasser in meiner Dose selber transportieren und ich habe noch ein Kondom. Das erhöht dann also das Wassertragevolumen, was möglich ist, auf so ungefähr 1,5 Liter, wenn man vorsichtig ist, bis das Ganze kaputt geht. Und damit kommt man dann doch ganz gut durch die Gegend, wenn man vorhat, sich von A nach B zu bewegen. Diese Zunderdinger, muss ich nicht viel zu sagen, brennen 5 Minuten lang, ermöglichen halt auch bei miesesten Bedingungen noch ein Feuer machen. Sofern es nicht direkt auf das Feuer drauf regnet, da muss man sich halt irgendwas einfallen lassen, dass man halt eine so geschützte Stelle findet, dass man da halt echt noch ein Feuer in Gang bringt. Es bringt einem ja auch nichts, wenn man mitten im Regen hockt und dann Feuer macht, selbst wenn es ginge. Was soll das nützen? Jo! Tempo. Tempo ist so einer der ersten Gegenstände, die hier drin sind, die jetzt nicht so zwingend erforderlich sind. Kann man natürlich als Zunder benutzen, aber dafür habe ich was Besseres. Das ist tatsächlich primär als ganz, ganz, ganz schnelles Druckkissen auf irgendwelche Wunden gedacht. Also hat eine Erste-Hilfe-Funktion. Es ist zwar dreckig, aber es geht um den Blutverlust. Da ist steril dann erstmal zweitrangig. Und zweitens ist es schlicht und ergreifend Klopapier. Da man für eine Survival-Geschichte nicht unbedingt Klopapier braucht, da geht es dann auch sehr wohl ohne, ist das daher so einer der Gegenstände, die nicht unbedingt überlebensnotwendig sind. Wenn ich mir irgendwas Besseres einfällt, für das ich den Platz bräuchte, ist das Erste, was rausfliegt, Klopapier. Taschentuch meine ich. Das Zweite, was dann rausfliegt, oder das Dritte, je nachdem, wann ich mein Stück Kienspan rausschmeiße, sind Feuerzeug und Kienspan. Feuerzeug ist deswegen noch drin, weil ganz viele Leute super, super überzeugt davon sind, dass man unbedingt 2 Gegenstände zum Feuer machen braucht. Ich habe bisher noch nicht so ganz begriffen, warum. Weil wenn man einen Gegenstand verliert, hat man noch einen anderen. Das hilft einem aber nicht, wenn beide Gegenstände in der gleichen Dose drin sind. Trotzdem, einfach so ein Feuerzeug ist halt einfach auch für Alltagsdinge ganz praktisch, wenn man dann mal irgendwelche Paracord-Enden abbrennen möchte und. Es gab schon ein paar Situationen, in denen ein Feuerzeug gut gewesen wäre. Auch mal um Kerzen anzuzünden, soll ja auch hin und wieder mal ganz passend und spannend und nützlich sein, wofür man dann auch wieder dieses Ding übrigens verwendet. Lassen wir das. So. Kienspan, ich habe ja schon Zunder und ich bin auch in der Lage, in der Natur Zunder zu finden, daher ist der auch eigentlich optional, aber es war halt noch Platz in der Dose. Draht. Mit Draht kann man ganz viel machen, muss ich das jetzt ausführen. Jedenfalls ersetzt Draht quasi auch in jedem Fall eine Sicherheitsnadel. Was Sicherheitsnadel kann, kann man auch mit Draht. Man kann die Enden auch schön an einem Stein richtig schön spitz bekommen und dann kriegt man die zumindest durch Textilien oder Ähnliches auch durchgezogen und kriegt seine Klamotten sogar noch besser zusammengehalten als mit einer Sicherheitsnadel, die nur in dieser Form hält und nicht in einer kleineren Schlaufe. Und überhaupt ist es einfacher, aus Draht irgendwas zu improvisieren als aus einer Sicherheitsnadel. So, das Ding hier, das muss ich, glaube ich, niemandem sagen, was das ist. Das ist selbstverständlich, es funkt. Ich will das jetzt nicht zu viel machen, sonst brennt mir hier noch die Bude ab. Aber ist eigentlich ein recht guter, trotzdem nicht allzu teurer Firesteel in Englisch. Ursprünglich ist das Ding, was in so einem Magnesium-Feuerstarter-Block, der dann hinten noch so einen riesigen Magnesium-Block dran hat, vorne drin steckt. Das habe ich rausgebrochen, weil ich diesen verdammten Magnesium-Block hinten und vorne nicht brauche. Was sollst du damit? Bis du da was abgekratzt hast, das geht so ewig, da kann man in der gleichen Zeit auch irgendwo einen vernünftigen Zunder in der Natur finden. Das ist bescheuert. Also dieses Magnesium-Ding, das ist mittlerweile für mich gestorben. Ich bin ein Freund von viel Schnur. Man kann niemals genug Schnur haben. Mit Schnur kann man auch ganz viele tolle Dinge machen. Man kann sich Brennholzbündel zusammenbauen. Man kann Fallen stellen. Man kann Bogen bauen. Gute Schnur ist aus der Natur extrem schwierig zu improvisieren. Also wirklich gute Schnur. Und Paracord ist eine wirklich gute Schnur. Man kann sich mit dem Zeug sogar noch eine Hängematte irgendwo aufhängen. Muss ich dann halt eben vorsichtig reinlegen, damit man nicht kurzfristig über die 550 Pfund, die das Ding hier hält, drüber kommt. Und selbstverständlich ist es dafür nicht gedacht, geht aber trotzdem. Nur so mal ein paar Beispiele, selbstverständlich auch beim Hüttenbau praktisch. Und dadurch, dass ich hier unten, wie ihr schon erkennen könnt, eine Rettungsdecke besitze, kann ich die mit Schnur auch auf vielfältige Weise irgendwo anbringen, um sie als Regenschutz zu benutzen.
Das hier ist so eine Art ewiges Licht. Da ist was Chemisches drin, das 10 Jahre lang leuchtet. Es leuchtet intensiver, wenn es vorher im Licht gelegen ist. Aber selbst wenn es vorher nicht im Licht gelegen ist, leuchtet es immer noch genug, dass man zum Beispiel einzelne Buchstaben auf zum Beispiel einem Wegweiser lesen kann. Ich bin da gebranntes Kind. Ich hatte schon die Situation, dass mir die Taschenlampe ausgefallen ist und ich wirklich völliger Dunkelheit mich irgendwie zurechtfinden konnte. Das ging noch einigermaßen, den Weg zu erkennen, wenn man langsam läuft. Merkt man ja, wenn man auch in ein Loch reintritt, verletzt man sich trotzdem nicht und es gab ja noch einen Weg. Aber es war absolut noch nicht mal möglich, die Wegweiser unterwegs lesen zu können. Es war so dunkel, man hat partout nicht erkannt, was da draufsteht. Zumal das nur so in Holz eingeritzte Buchstaben waren, jetzt nichts, was sich jetzt durch helle Farbe von der Umgebung abhebt. Da reicht tatsächlich dieses bisschen Licht, was dieses Teil da spendet, schon aus, um einen da irgendwie weiterzuhelfen. Außerdem ist das wirklich noch eine psychologische Komponente, dass man wenigstens ein winzig kleines Lichtlein in der Dunkelheit hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist für mich ehrlich gesagt auch wichtig. Ich habe zwar nicht ausgesprochen Angst im Dunkeln, eigentlich so gut wie gar nicht. Ich gehe auch gerne freiwillig im Dunkeln spazieren, aber in einer Notsituation schaut die Sache natürlich nochmal anders aus. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es einfach mental ein bisschen hilfreich ist, wenn man irgendwas hat, was leuchtet. Jetzt habe ich übrigens ganz vergessen, dass da normalerweise auch noch drin ist. Diese Lampe hier, die ist da deswegen nicht drin, weil sie über so einen Clip verfügt, mit dem man sie am Hut festmachen kann. Und da auch mein Hut zu meiner EDC-Ausrüstung gehört, also wenn ich den verliere, gut, dann mache ich mir das Ding halt irgendwie am Hemd fest oder am T-Shirt oder sonst wo, das ist ja Wurst. Aber eigentlich gehört er ja dazu und mit diesem Ding am Hut und diesem Ding dann vor der Stirn hat man quasi eine Stirnlampe, ohne dafür extra noch ein Band in der EDC-Dose mitschleppen zu müssen. Glaub mir bitte, dass die da auch noch zusätzlich reinpasst. Das geht schon. Man kann vielleicht zu dem Ding noch sagen, das hat einmal hell, einmal nicht ganz so hell, wobei die Batterie schon schwach genug ist, dass man den Unterschied nicht mehr so wirklich merkt. Dann ist hier aus, dann hat es ein Blinklicht in Weiß, ein Blinklicht in Rot und Rot-Dauerleuchte und wieder aus. Ich finde das sehr schön, dass es da trotzdem so viele verschiedene Funktionen gibt und gerade Rotlicht ist super, weil wenn man sich mit Rotlicht was anguckt, verliert man nicht automatisch gleich seine Nachtsicht und kann wirklich nur dann Licht verwenden, wenn man es unbedingt kurz braucht. Und kann danach trotzdem wieder was sehen. Ne? Also das schont einfach die Batterie, dass die Funktion mit Rotlicht da gegeben ist, weil man dann wirklich nur für den absoluten Notfall kurz Licht benutzen muss. Ja, ich könnte noch eine Ersatzbatterie mitnehmen und das ist auch was ich irgendwann mal vorhabe, dass ich das auch noch reinpacke. Zumal dieses Ding läuft mit Knopfzellen hier und da passt entsprechend wirklich noch eine Ersatzbatterie in die Dose. Die große Frage des Messers, ich habe ja sowieso als EDC-Messer immer noch ein Messer in der Hosentasche, habe auch lange mit mir gerungen, ob ich dann wirklich noch ein zusätzliches Messer in der Dose brauche. Kann man sich streiten. Man kann sich da wirklich super streiten, ob das sein muss oder nicht. Ich finde, ein Messer ist so wichtig, dass ein zweites Messer definitiv nicht schadet. Vielleicht hat man ja noch einen zweiten Mensch mal irgendwo gefunden, der kein Messer hat. Dann kann man ihm das geben und dann kann man effizienter arbeiten, als wenn man für eine 2-3 oder noch mehr Nasengruppe nur ein einziges Messer besitzt. Ist das schon nicht schlecht. Es ist absichtlich die zivile Variante, die auch über einen Korkenzieher verfügt, wenn ich dann doch mal nicht nur überleben möchte, sondern in Kombination mit dem Kerzenanzünden, ne? Und hier diesem anderen Objekt, da ist auch so ein Korkenzieher. Gar nicht so schlecht, hat man alles schon mal gebraucht. Und dann ganz wesentlich, finde ich, eines der nützlichsten Dinge überhaupt, die man dabei haben kann in einem Survival-Paket, gerade wenn man wo lebt, wo Kälte ein Problem darstellt und Regen ein Problem darstellt, ist halt verdammt nochmal ein Wetterschutz. Und da ist die Rettungsdecke wirklich das Ding meiner Wahl, weil sie ultimativ leicht, ultimativ klein verpackbar, nämlich sie passt da rein, ist, wärmt und wasserdicht ist. Und in verschiedener Weise richtig schön aufgehängt werden kann, vorausgesetzt man weiß wie und man besitzt genug Schnur.
aber definitiv die Rettungsdecke, unglaublich nützlicher Gegenstand, auch als Feuerreflektor einfach wahnsinnig toll. Es kann gar nicht so kalt werden, dass man, wenn man ein Feuer hat und eine Rettungsdecke hat, dass man dann erfriert. Man kann nicht zwingend schlafen, also dass man schlafen, das glaube ich nicht, dass man dann wirklich noch schlafen kann, aber man überlebt irgendwie die Nacht ohne zu erfrieren mit einer Rettungsdecke und einem Feuer. Und für beides habe ich was dabei. So, abschließend, ich will die jetzt gar nicht groß rausholen, das war da relativ schwierig, die da so reinzufriemeln, muss ich jetzt noch sagen, kennt ihr die 5C-Regel, also die 5 wesentlichen Gegenstände, die man dabei haben sollte, um zu überleben? Wenn man wirklich sonst gar nichts anderes hat, dann sollte man darauf achten, dass man diese 5 Dinge hat. Das ist hier mit dieser Dose erfüllt, nämlich ich habe was, Cutting, das ist das erste C, oder auch das, welche Reihenfolge ist ja jetzt egal. Dann habe ich Canteen, also sprich eine Dose, mit der man Wasser transportieren kann, in der man auch Feuer, mit der man auch Wasser abkochen kann. Das ist nämlich noch wesentlich. Eine Plastiktüte, da kann man auch Wasser mit transportieren, aber man kann es nicht abkochen. Sprich, das ersetzt mir also quasi meinen Wasserfilter. Habe ich am Anfang ja auch schon mal irgendwann erwähnt. Dann habe ich Cover, nämlich tatsächlich auch dabei. Man kann sich in eine Rettungsdecke auch einwickeln und warten, bis der Regenschauer vorbei ist und dabei noch so richtig gut trocken bleiben. Habe ich auch schon ausprobiert. Wenn man sich hinkauert, passt man komplett unter die gesamte Decke drunter. Und wenn der Regenschauer nicht allzu lange dauert, kann man so einfach ausharren und dann weitergehen, wenn es eben entsprechend vorbei ist. Oder sich daraus auch irgendwie einen Regenponcho zusammenbauen. Für so einen Zweck gibt es dann kleine Drahthäkchen, mit denen man das ein bisschen zusammenhängen kann. Oder man knotet halt die Enden irgendwie zusammen und nimmt dafür Schnur. Dann muss man die Matte, die Decke auch nicht mit Löchern versehen, weil dann reißt sie auch schnell ein. Also da gibt es verschiedene schöne Möglichkeiten, was man mit dem Ding da machen kann. Und als Wärmereflektor ist die einfach ungeschlagen. Da kriegt man so wunderbare, gemütliche Temperaturen, selbst im tiefsten Winter am Feuer hin, solange das brennt, dass das alles ganz gut geht, da zu überleben. Nur eben schlafen wird schwierig. Da muss man halt eben in so einem Halbschlaf vor sich hin im Delirium vegetieren. Ja, genau. Ja, die 5Cs wollte ich ja noch sagen. Ja, Cordage gehört auch noch dazu. Davon habe ich ja nun wirklich jene Menge, ne? Außerdem habe ich ja normalerweise noch meine Schnur am Hut. Deshalb ist Cordage wirklich überhaupt kein Thema bei mir. Und das ist mir aber auch wichtig, davon genug zu haben. Zumal Schnur improvisieren halt wirklich schwierig. Ja, was war denn da jetzt noch dabei? Canteen, Cover, Cutting, Cordage, ach so, ja, und was zum Feuer machen, Combustion, also ein Combustion-Tool, das habe ich hier einmal in Form von diesem Ding und auch wenn es irgendwann mal garantiert rausfliegt, in Form vom Feuerzeug. Jawohl! Damit wäre, glaube ich, das Wesentliche gesagt zu der Dose. Ah, wenn ihr jetzt übrigens bemerkt habt, dass hier das da fehlt, habe ich das am Anfang vom Video schon gesagt, dass das fehlt? Weiß ich nicht. Wenn nicht, wisst ihr es jetzt. Das packe ich übrigens auch noch wieder rein. Das hatte ich ursprünglich auch drin, ist mir nur alle gegangen. Kommt also wieder Panzertape auch für vielerlei Dinge zu verwenden. Ah, dazu gibt es eine schöne Anekdote. Panzertape ist wie die Macht. Es hat eine helle und eine dunkle Seite und es hält das Universum zusammen. Obwohl die Dose jetzt leer ist, gäbe es noch so ein paar Dinge, die ich jetzt dazu eigentlich noch sagen wollte. Nämlich, es hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass es ein paar Leute gibt, die der Meinung sind, man müsse noch Medikamente mitschleppen bzw. Verbandmaterial. Ich habe auch noch ein EDC-Verbandpäckchen. Das ist, enthält wirklich bloß das absolute Minimum, also sprich zweimal Mullbinde, zweimal sterile Wundauflage und das war es auch schon. Noch ein paar Pflaster sind drin. Meiner Meinung nach, das ist natürlich nützlich und das ist super, aber wenn ich das auch noch irgendwie in diese kleine Dose reinkriegen will, dann ist es keine kleine Dose mehr und je größer die Dose wird, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die irgendwann dann doch nicht dabei habe. Ich kenne mich, ich bin dann irgendwann doch zu faul, was Schweres mit mir rumzuschleppen, das mir auch viel Platz im Rucksack wegnimmt. Das würde einfach auf die Dauer nicht funktionieren. Dazu kenne ich mich zu gut, das würde ich nicht machen. Stattdessen kann ich eben noch ein zusätzliches winziges kleines Erste-Hilfe-Paketchen zusätzlich mitschleppen.
Dann ist auch die Frage mit den Medikamenten. Für irgendwelche spezifischen Krankheiten kann man nichts mitnehmen, beziehungsweise kann man schon was mitnehmen, bringt einem aber nicht viel, weil man ist ja kein Arzt und kann eh nicht diagnostizieren, welche spezifische Krankheit man jetzt hat. Und selbst wenn, dann müsste man ja für jede spezifische Krankheit, die es da gibt, Medikamente dabei haben, also eine ganze Apotheke, geht auch nicht. Daher ist meiner Meinung nach an Medikamenten das einzig Sinnvolle, was man dabei haben sollte, zumal das auch was ist, was man absolut nicht improvisieren kann, Antibiotika. Und leider Gottes ist an die wiederum so schwer ranzukommen, dass ich schlicht und ergreifend aus dem Grund keine besitze. Wenn ich eine größere Tour plane, besorge ich mir vorher beim Arzt welche und das sieht er dann auch ein, dass ich dann welche brauche. Wenn ich ihm sage, ich laufe 2 Wochen durch die Pampa, dann verschreibt er mir für den Zweck welche. Dann muss ich ihm aber auch versprechen, daran halte ich mich dann auch, dass ich die dann hinterher bei der Apotheke quasi wieder abgebe, damit sie dann fachgerecht entsorgen, wenn ich sie nicht gebraucht habe. Zumal die Haltbarkeit von den Dingern auch gar nicht besonders hoch ist, soweit ich das in Erinnerung habe von den letzten, die ich gehabt habe. Klar, man kann an die Dinger drankommen und es ist sicherlich auch gar keine so blöde Idee, welche dabei zu haben, aber man braucht dann ja auch wieder viele. Das ist ja nicht damit getan, dass man 2 Tablettchen damit schleppt und damit dann jede Bakterieninfektion in den Griff bekommt, sondern da muss man ja wirklich über 10 Tage lang große Mengen von dem Zeug fressen. Und das ist dann auch schon wieder ein Volumen, was nicht mehr in meine Dose reinpasst, schlicht und ergreifend. Wasserentkeimungstabletten, nächstes Dingelchen, das könnte man selbstverständlich auch noch mitnehmen, aber da habe ich auch gerade keine mehr und sehe nicht ein, mir jetzt extra nur, damit ich 3 oder 4 davon in meine EDC-Dose reinpacken kann, mir 50 davon zu kaufen, das ist mir schlicht zu teuer und ich sehe die absolute Notwendigkeit auch nicht, zumal irgendwann sind die eh alle und dann muss ich sowieso anfangen, Wasser abzukochen, dann kann ich das auch sofort tun. So durstig sollte man in keinem Fall sein, dass man nicht mal Zeit hat, sich mal kurz ein ganz bisschen was Wasser abzukochen und das halt 5-mal hintereinander, da hat man auch viel getrunken auf einmal, irgendwann dann. Jo, was gab's denn noch, was ich ursprünglich da mal angemerkt wurde, was ich mitnehmen könnte? Ja, die ganze Signalausstattung für Notsignal und so weiter und so fort habe ich euch gesagt. Das ist mein eigener Trotzkopf, der sagt, sowas will ich nicht mitnehmen, will nicht gerettet werden. Wenn ich es nicht schaffe, aus dem verdammten deutschen Wald lebend wieder rauszukommen und wenn es kriechend ist, dann habe ich es auch nicht verdient, gerettet zu werden. Eigener Dickkopf. Ist doof, aber ja, ist so. Gut, mehr fällt mir dann wirklich nicht mehr ein. Man könnte theoretisch jetzt noch sagen, man nimmt noch ein bisschen was zu essen in dem Sinne mit, dass man irgendwelche Gemüsebrühe dabei hat, was ich ursprünglich ja auch mal irgendwann in dem Ding mal drin hatte. Aber die paar Kalorien, die das bringt, kann ich mir inzwischen auch wirklich zu jeder Jahreszeit aus der Natur holen. Zumindest diese paar bisschen. Das sollte funktionieren. Klar, ist lustig, so ein bisschen Gemüsebrühe, aber ja. Jo, und ansonsten würde mich natürlich noch brennend interessieren, ob ihr noch irgendwelche Ideen habt, was man da noch so reinpacken könnte, was wirklich intensiv eurer Meinung nach so richtig krass fehlt. Oder irgendwas, was halt dann noch so nützlich ist, dass es einfach praktisch wäre, das noch dabei zu haben. Oder soll ich eurer Meinung nach irgendwas weglassen und den Stauraum lieber für noch mehr Schnur oder von mir aus noch ein 2. Kondom oder mehr Draht, mehr Zunder, irgendwie sowas nutzen? Bin gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr da irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Und aber maßgeblich ist, ich trage nicht mehr mit als so eine Dose oder was vergleichsweise groß ist. Also kommt jetzt nicht auf die Idee, dass ich noch einen Schlafsack mitnehmen muss. Klar, das ist super, absolut top, sollte man auch dabei haben, aber es geht jetzt um die Dose. Nicht um die grundsätzliche Überlebensausrüstung. Gut, aber jetzt wirklich, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.